Ja, moin moin, wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, wir machen weiter mit der Unboxing-Serie für Magic, und zwar Kaltheim. Und ja, ich habe noch zu bieten einen Black Theme Booster, also einen Themenbooster in Schwarz. Die Dinger, die kommen ja immer raus. Sind 35 Karten drin, aus der Edition halt dementsprechend, und mindestens eine Rare oder Mythic dabei, und die sind halt nur in der Farbe, wer hätte das gedacht, ne? Also in diesem Fall haben wir Schwarz, und ja, wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass das eine meiner Lieblingsfarbkombos ist, beziehungsweise eine meiner Lieblingsfarben, Farbkombo Schwarz-Rot, also Rakdos, das ist so mein Steckenpferd, schnell und aggressiv, das spiele ich immer am liebsten. Und ja, die sehen innen drin so aus. Faszinierenderweise habe ich sie auch dann an der falschen Seite anscheinend aufgemacht. Ja, dann machen wir einfach die andere Seite auf, ne? So, schauen wir mal. Oh ja, ist aber hier gut verpackt. Also das ist nicht leicht da dran zu kommen, sagen wir es mal so. Oder ich bin einfach zu dämlich. Das kann natürlich auch sein, das will ich nicht ausschließen. Ja, also rohe Gewalt. Hilft dir alle nichts. Ja, ich kann schon was fühlen. Jetzt geht's auf. Ich kann es fühlen. So. Da fangen wir gleich mit einem schönen Kartenrahmen an. Ja, da wollen wir das mal aufmachen. Soweit ich weiß, gibt es die auch nur auf Englisch. Deswegen müsst ihr jetzt wieder mein geniales Englisch ertragen. So, und wir gucken mal hier. Also wie gesagt, schönes Artwork. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben Harald, King of Skemfa. Legendäre Kreatur, Elf Warrior, 3-2 für 3 Mana, ein schwarzes, ein grünes, ein beliebiges. Könnt ihr als legendäre Kreatur, könnt ihr den auch quasi als Commander spielen. Wäre dann Farbidentität schwarz-grün. So, der gute Mensch hat Menace, der gute Elf, Entschuldigung. When Harald, King of Skemfa, enters the battlefield, look at the top 5 cards of your library. Wir gucken uns die obersten 5 Karten von der Bibliothek an. You may reveal Elf Warrior or Tyvar card from among them and put them into your hand. Put the rest on the bottom of your library in random order. Also wenn wir da irgendwie einen Elf, Warrior oder Tyvar aufdecken, dann dürfen wir die auf der Hand nehmen. Das ist doch schon mal eine feine Sache, ne? Gut. Wäre natürlich schöner, den direkt reinzubringen. Ihr wisst ja, ne, das ist immer so der Traum. Wir starten übrigens mit Uncommons, fällt mir gerade mal auf. Dann haben wir Thorn Mantle Striker. Kreatur Elf Rook. 4-3 für 5 Mana, 1 muss schwarz sein. When Thornmantle Striker enters the battlefield, choose 1. Also wir suchen uns 1 aus. Remove X Counters from Target Permanent, where X is the number of Elves you control. Ne? Also X ist die Nummer der Elfen, die wir kontrollieren. Oder Target Creature an Opponent controls gets minus X until the end of the turn, where X is the number of Elves you control. Also kriegt eine gegnerische Kreatur minus X, minus X. Und ja, kann man auch mal bringen. Dann natürlich 5 Mana ist, ja, schon, muss ins passende Deck sagen, was man so im Elfendeck auf alle Fälle nett. So, Deathknell Berserker, 2-2 für 2 Mana, es muss schwarz sein, Kreatur Elf Berserker. When Deathknell Berserker dies, if its power was 3 or greater, create 2-2 Black Zombie Berserker Creature Token. Also wir müssen den irgendwie aufpumpen, weil wenn er bei seinem Tod eine Stärke von 3 oder größer hat, dann gibt es einen 2-2 schwarzen Berserker Zombie Kreaturenspielstein. Die Dame, die haben wir in den anderen Unboxings auch schon mal rumspringen sehen. Elderfang Disciple, 1-1 für 2 Mana, 1 muss schwarz sein. Wenn sie reinkommt, dann schmeißt jeder Gegner eine Karte ab. Dann haben wir Duskwielder, One Drop, 1-2 für ein schwarzes mit Boast, also Prahlen. Ein beliebiges, Target Opponent loses 1 life, you gain 1 life. Also Gegner verliert ein Leben, wir kriegen ein Leben. Muss aber als Angreifer deklariert sein. Dann haben wir Race of the Draugr, haben wir auch schon mal gesehen in der Serie jetzt hier des Unboxings 2. Mana, 1 muss schwarz sein, wir dürfen uns 1 aussuchen. Return Target Creature from Graveyard to Hand, also vom Friedhof auf die Hand. Oder Return 2 Target Creature Cards from that share a creature type from your Graveyard to Hand. Also, oder 2 Kreaturenkarten vom Friedhof auf die Hand nehmen, die müssen sich aber einen Kreaturentyp teilen. Weiter geht's mit Comas Faithful. Kreatur, 11 Kleriker, 3, 1 für 3 Mana, 1 muss schwarz sein mit Lifelink. Wenn sie stirbt, dann mildt jeder Spieler 3 Karten. Weiter geht's mit Skemfa Shadow Sage. Boah, das ist aber ein Zungenbrecher. Skemfa Shadow Sage.
Wow, nicht schlecht. 4 Mana, 1 auf 5 muss schwarz sein, 2-5 Kreatur, 11 Kleriker. When Skimfar Shadow Sage enters the battlefield, choose one. Also wir suchen uns eins aus. Jeder Gegner verliert x Leben, wobei x die Anzahl ist the greatest number of creatures you control that have a creature type in common. Achso, die Anzahl, die höchste Anzahl an Kreaturen, die sich einen Kreaturentyp teilen. Oder wir kriegen x Leben mit der gleichen Voraussetzung, die also Anzahl der Kreaturen, die sich einen Kreaturentyp teilen. Instant-Übersetzung schwierig. So, weiter geht's mit Elderfang Ritualist. 3, 1 für 3 Mana, 1 muss schwarz sein. Kreatur 11 Kleriker. When Elderfang Ritualist dies, return another target 11 card from your graveyard to end. Also wenn er stirbt, dürfen wir eine 11 Karte vom Friedhof auf die Hand nehmen. Dann geht's weiter mit Elderfang Disciple. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das gerade schon mal gesehen haben. Die müssen wir dann wohl nicht nochmal angucken. Draugr's Helm, ein Artefakt-Equipment für 2 Mana, 1 muss schwarz sein. Wenn er aufs Spielfeld kommt, dann dürfen wir 3 Mana bezahlen, wobei 1 schwarz sein muss. Wenn wir das machen, dann createn wir ein 2-2 Black Zombie Berserker Creature Token und den legen wir den Helm auf den Kopf. Oder setzen auf, möchte ich auch sagen. Ne? Die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2 und hat einen Menace. Und Equipment kostet 4. Standardmäßig. Dann geht es weiter mit Tegrid's Shadow. Doppelschwarz, 3 beliebige. Ein Instant. Each player sacrifices 2 creatures. Also jeder Spieler, also auch ihr, opfert 2 Kreaturen. Und wir haben Vorhersehung für 4, wobei 2 schwarz sein müssen. Das war die Geschichte. 2 beliebige bezahlen, exhalen. Und dann für die Dingsbums, für die Vorteilkosten wieder reinbringen. Dann haben wir Jarl of the Forsaken. 3-2 für 4 Mana, 1 davon muss schwarz sein. Kreatur, Zombie, Kleriker mit Flash. Also, ne, der darf zu jedem Zeitpunkt gespielt werden wie ein Instant. When Jarl of the Forsaken enters the battlefield, destroy target, creature, planeswalker, and opponent controls the boss. Der damage this turn. Also, wenn er reinkommt, dann dürfen wir eine Kreatur oder einen Planeswalker vom Gegner zerschießen. Dem muss aber in diesem Zug schon Schaden zugefügt worden sein. Wichtig. Und da haben wir noch Vorhersehung für ein schwarz und ein beliebiges. Weiter geht's mit Runed Crown, also die Runenkrone. 3 beliebige ist ein Artefakt Ausrüstung. Wenn es aufs Spielfeld kommt, dann dürfen wir unsere Bibliothek, Hand und oder Friedhof nach einer Runenkarte durchsuchen und die auf das Schlachtfeld angelegt an die Runenkrone bringen. Wenn wir unsere Bibliothek so durchsucht haben, dann schaffen wir sie nachher, also mischen sie. Equippte Kreatur kriegt +1/+1. Und Equipment kostet 2. Weiter geht's mit Rune of Mortality. 2 Mana, 1 davon muss schwarz sein. Verzauberung Aura Rune, also Rune, ne? Permanente Verzauberung. When Rune of Mortality enters the battlefield, draw a card. Wenn sie reinkommt, ziehen wir eine Karte. As long as an enchanted permanent is creature, it is Death Touch. Also solange die verzauberte permanente Karte eine Kreatur ist, hat sie Death Touch. Also Todesberührung zu Deutsch. As long as an enchanted permanent is an equipment, this equipped creature has Death Touch. Wenn es eine Ausrüstung ist, dann hat die Kreatur, die mit dieser Ausrüstung ausgerüstet ist, Death Touch. So. Dann haben wir die Wither Crown. 2 Mana, 1 davon muss schwarz sein, haben wir auch schon mal gesehen. Enchantment Aura, Enchant Creature, also verzaubernde Kreatur. Verzauberte Kreatur has Base Power 0 and has at the beginning of your upkeep you lose 1 life unless you sacrifice this creature. Kann einem schon mal so ein bisschen auf den Sack gehen. Dann haben wir das höllische Haustier. 2-2, für 3 Mana, 1 muss schwarz sein, ein Imp. Jedes Mal, wenn wir den zweiten Spruch in einer Runde spielen, dann kriegst du +1/+1 Counter und fliegen bis zum Ende des Zuges. Der Counter bleibt natürlich drauf. Den haben wir auch schon gesehen in Mr. Forsaken. Den Bloodsky Berserker, den haben wir im anderen Unboxing, glaube ich, gesehen. Oder hier auch schon, ich weiß es gar nicht. 2 Mana, 1 muss schwarz sein, 1-1. Creature, Human Berserker. Whenever you cast your second spell, each turn put 2 +1/+1 Counters on Bloodsky Berserker. Also jedes Mal, wenn zwei einen Spruch in Zug spielen, dann gibt es 2 +1/+1 Counter auf ihn. Und er kriegt einen Menace bis zum Ende des Zuges. Das heißt, er wird jedes Mal stärker. Das lohnt sich also wirklich, da 2 Zaubersprüche zu spielen pro Runde oder mehr. Village Rites, ein Instant für ein schwarzes. Als Zusatzkosten müssen wir eine Kreatur opfern. Wir ziehen 2 Karten. Feed the Serpent, doppelschwarz, 2 beliebige, Exile Target, Creature or Planeswalker. Ja, simpler Text, ne? Dann haben wir Replicating Ring. Für 3 beliebige, ein Snow-Artefakt, also verschneites Artefakt. Wir können es tappen und Mana einer beliebigen Farbe dazu packen. Am Anfang von unserem Upkeep
legen wir einen Night Counter, also einen Nacht Counter auf den Ring. Wenn er 8 oder mehr Counter hat, dann schmeißen wir sie alle runter und kreieren 8 farblose Snow Artifact Tokens named Replicate Ring with Tap at 1 Mana of any color. Oh, das ist ja hübsch, ne? Das finde ich eine ganz coole Karte. Da können wir halt sammeln und dann viel Mana kreieren. Gut, hier haben wir wieder das höllische Haustier, haben wir gerade gesehen. Den Shadow haben wir schon gesehen. Raven Wings kennen wir theoretisch auch praktisch. Ist ein Artefakt-Equipment für 2 beliebige Mana. Kriegt +1/+0 die equippte Kreatur und ist noch Vogel zusätzlich zu seinen anderen Kreaturentypen. Kostet 2, um es anzulegen. Komas Faithful hatten wir gesehen. Mit Lifelink ist ganz fein. The Red Rider, 6 Mana, 1 muss schwarz sein, 3, 7. Wir können ein beliebiges und ein schwarzes bezahlen. Tappen, Exile, Target Creature Card from your Graveyard. Target Opponent loses 3 Life. Finde ich ein bisschen teuer. Dann haben wir Carfel Kenner Master, Kennel Master, Entschuldigung. 5 Mana, 1 muss schwarz sein, 4, 4. Kreatur Zombie Berserker. When Carfel Kennel Master enters the battlefield up to 2 target creatures, each get +1/+0 and gain undestructible until end of turn. Ja, da können wir halt irgendwie die aufpumpen, +1/+0 bis zu 2 und unzerstörbar werden die. Dann schon wieder der Shadow, ihr seht, die sind auch öfter drin. Dann haben wir den Draugr Recruiter, 4 Mana, 1 muss schwarz sein, 3/3 Kreatur Zombie Kleriker mit Boast, also Prahlen für 4 Mana, wobei 1 schwarz sein muss. Return Target Creature Card from a Graveyard to End, also eine Zielkarte vom Friedhof, Kreaturenkarte vom Friedhof auf die Hand nehmen. Muss halt dafür deklariert gewesen sein als Angreifer. Dann haben wir den Grim Draugr, 3/2 für 3 Mana, 1 muss schwarz sein, Schneekreatur Zombie Berserker. Wir können ein beliebiges und ein Schneemana bezahlen. Dann gibt es +1/+0 für ihn und Menace bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir eine Snow Creature, einen Angel Wizard, 2/2 Hailstorm Valkyrie, 4 Mana, 1 davon muss schwarz sein, fliegen, trampeln. Wir können 2 Snow Mana bezahlen und dann kriegt sie +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Dann geht's weiter mit Priest of the Haunted Edge. 2 Mana, 1 davon muss schwarz sein. 0/4 Snow Creature Zombie Kleriker. Tappen, Sacrifice Priest of the Haunted Edge. Target Creature gets -X/-X bis zum Ende des Zuges. Where X is the number of Snowlands you control. Also die Anzahl der verschneiten Länder, die wir kontrollieren. Dürfen wir nur spielen, wenn wir auch eine Hexerei spielen könnten. Dann haben wir nochmal Feed the Serpent. Und unsere Rare ist Rise of the Dread Man. 3 Mana, 1 davon muss schwarz sein. Ist ein Instant. Wir kreieren X22 Black Zombie Berserker Kreaturen-Tokens, wobei X die Nummer der, die Anzahl der Nicht-Token-Kreaturen ist, die in diesem Zug gestorben sind. Ne? Und dann noch Vorhersehung für ein schwarzes. Okay. Okay. Das ist die Nummer Farbbooster des Sets. Und ihr seht, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber man kriegt auf alle Fälle schon mal einen Grundstock an Karten in der Farbe, die man haben will. Es sind ziemlich viele Uncommons dabei gewesen. Und at least, wie man so schön auf Englisch sagt, eine Rare, nicht wahr? Eine Mythic war nicht dabei. Naja, okay. Ich würde sagen, ihr habt gesehen, was da drin wohnt. Es gibt das Ganze nochmal in Rot, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Auch zu Kaltheim, weil Schwarz-Rot ist absolut meine Präferenz. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick verschaffen. Vielleicht kanntet ihr die Farbbooster noch nicht. Die Rot- oder die Farbthemenbooster, so heißen sie ja. Wie gesagt, Rot kommt noch oder kam schon, je nachdem, wie rum ihr guckt. Lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, macht's gut, ciao.